So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und ich tue mich jetzt mal hier ranwagen und nehme mal das Video hier in dieser Küche, in dieser Location auf und hoffe, das passt, obwohl es mir ein bisschen schattig erscheint, aber wenn ihr das seht, habt ihr sicherlich davor schon mindestens ein anderes Video gesehen. Ich habe letztens was gesehen ich glaube das war im Rewe und zwar der gute Pop Coleslaw Salat, aber nicht der weiße Coleslaw, sondern neu roter Coleslaw Salat von Pop. Ihr wisst, die Bianca kann man immer mega triggern, wenn man Pop-Salate kauft. Das finde ich die richtig kacke und deswegen esse ich so gerne Pop-Salate. Wir haben schon mal Samyang-Nudeln getestet mit dem richtigen Krautsalat, dann mit Gurkensalat. Was ich danach aber für mich gefunden habe, war der Coleslaw Salat von Pop, der weiße amerikanische Art und der war wunderbar. Dafür habe ich auch ein Video gemacht, jetzt noch nicht. Das muss ich aber bevor dieses Video kommt raushauen. Ich habe den aber gerade nicht da. Was ich aber da habe, ist der. Den muss ich jetzt verbrauchen. Deswegen möchte ich dieses Video machen, da es meinen geliebten Coleslaw-Salat, den weißen amerikanischen Art, jetzt auch in der Red Edition gibt. Nicht aus Weißkraut, sondern aus Rotkraut. Und der schmeckt genau richtig cool. Und den habe ich schon mal gemacht die Tage und fand das so genial, dass ich das unbedingt auch mal in einem Video zeigen möchte. Was habe ich mir für Nudeln genommen? Den normalen weißen Coleslaw-Salat mache ich eigentlich mit Samyang-Cheese-Nudeln. Da habe ich mir gedacht, der ist rot, also nimmst du dir auch eine rosane Packung von den Samyang. Habe zwei Päckchen Carbonara und eine Packung von dem roten Coleslaw-Salat von Pop. Die werde ich jetzt zubereiten, das werde ich da noch mit dran machen. Und dann wollen wir mal probieren, wie das schmeckt und euch mal zeigen, wie das aussieht. Ich weiß nicht, wie ich das fürs Thumbnail halten soll. Machen einfach so und dann hoffe ich, dass das alles drauf ist. So, jetzt habe ich natürlich auch zwei verschiedene Varianten, wo ich die Kamera hinstelle. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das versucht, die Kamera links hinzustellen, dass sie nach rechts filmt. Ihr steht jetzt rechts und es filmt nach links. Ich muss mir halt nur merken, dass ich das andere Video wirklich noch davor mache. Hier haben wir jetzt also eine Packung von den Carbonara-Nudeln. Ich mache die immer so, wie ich die mache und nicht die, wie man die machen muss. Deshalb schmeiße ich jetzt erstmal ein so ein Netz hier rein, nehme die Beutel raus, schmeiße das zweite Netz hinterher. Carbonara Red Coleslaw. Das klingt ja schon genial. Haben jetzt beide Nudelnetze hier drin. Warten jetzt, bis das Wasser gekocht hat. Schmeißen das rüber, machen alles dran, machen uns die Nudeln zurecht. Denn ich muss mich wirklich ausprobieren. Das ist so ungewohnt. Ramses Kitchen in neuer Location. Das wird das zweite Video und das erste Video kommt dann auch noch. Und dann seht ihr mal den Unterschied. So, das Wasser ist fertig im schwarzen Wasserkocher. Leider habe ich meinen nicht dabei. Pupsi hat gesagt, sie hat einen. Pupsi hat einen schwarzen. Ich hatte ja mal diesen komischen lilanen oder pinken oder was weiß ich, was auch immer das für eine Farbe sein sollte. Wenn der mal kaputt geht, aus Versehen vom Balkon fällt, dann kann man ja immer noch meinen holen. Ne? Das ist die Devise. Jetzt warten wir, bis das hier ein bisschen... Au, das ist heiß. Jetzt warten wir, bis das ein bisschen weich wird. So, die Nudeln sind jetzt weich. Dafür nehmen wir mal die Kamera hier mit. Haben natürlich auch wieder ein Nudelsieb. Nicht den grünen, den ich immer hatte. Hier gibt es weiße Nudelsiebe. Schmeißen das jetzt mal hier rein. Lassen das ein bisschen abtropfen. Und damit ihr das besser seht, wie das dann aussieht, kommt es hier in diese Schüssel rein. Denn meine Schüssel habe ich gerettet. Meine Schüssel habe ich mitgenommen. Bisschen raustropfen lassen, dann wieder umfüllen. Dann habt ihr eine super Schüssel voll mit leckeren Nudeln. Dann kommt natürlich die Soße drauf. Zwei Päckchen haben wir, die sehr dünn sind. Da ist nicht viel Soße drin bei den Carbonara. Bei den anderen ist da immer mehr. Jetzt muss ich mal eine Stunde lang eine Schere suchen, weil hier auch alles anders hängt und alles anders aufgeteilt ist. So, ein Päckchen Samyang Buldak Carbonara Soße. Das zweite Päckchen Samyang Buldak Carbonara Soße, was halt eigentlich nur scharf schmeckt. Scharf, ölig, fettig, brutal. Und natürlich noch zwei Päckchen Pulver, das leckere Carbonara Puder.
Deshalb, weil der eigentlich auch ein bisschen Flüssigkeit zurücklässt, dass ich dieses Puder auflöse und insgesamt alles richtig schön cremig wird und schmeckt. Ich mache mir das aber immer so, ich würde das Pulver wahrscheinlich sogar mit dem Löffel einfach essen, wenn es sein müsste. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir rühren das hier mal ein bisschen rum. Ihr seht, das sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Und wenn wir das rumgemacht haben, kommt dann noch der gute Coleslaw drauf. Aber erst muss das hier richtig schön verteilt sein, dass ihr nicht weiße Nudeln habt. Die Nudeln müssen komplett in der Soße eingetunkt sein. Die Soße überall verteilt, die Schärfe gleichmäßig verteilt. Und das ist übrigens auch ein Tipp für die Leute, die sagen, sie essen gern Samyang, aber denen sind die Samyang-Nudeln immer zu scharf. Dann nehmt halt einen Salat, macht euch ein bisschen Salat dran, dann ist das nicht mehr so scharf. Ich habe das damals, als ich so viele Packungen hatte, musste die immer alle verbrauchen, habe ich mir dann immer ein bisschen Salat mit dran. Und das hat auch irgendwie frisch geschmeckt, weil ich habe die scharfen, heißen Nudeln kombiniert. Jetzt geht es nicht ab. Kombiniert dann mit diesem richtig kühlen Salat und das ergibt so eine geniale Kombi. Da könnt ihr dann auch die Two Spicy, wenn ihr die habt, mitmachen und dann haltet ihr das auch aus, wer es jetzt nicht ohne Salat schafft. Wer gucken will, wie ich die Two Spicy ohne Salat esse, der kann auf den Kanal schauen, da ist das alles drauf. Und ansonsten lege ich das natürlich jetzt hier über meine Samyang-Nudeln, verteilt das. Es ist halt einfach Rotkrautsalat, aber in der amerikanischen Variante trotzdem sahnig und esse ich auf jeden Fall mega gern. So, wir nehmen das jetzt mit hier rüber, gucken es uns gleich nochmal an. Ich stehe die ganze Zeit mitten vorm Licht, das ist nicht so prall. So, jetzt muss ich immer noch ein Bild fürs Thumbnail machen, weil ich nicht weiß, wie ich das mache. Ich möchte die Schüssel irgendwie gern drauf. Ich möchte aber auch gern die Samyang-Nudeln drauf. Ich möchte gern aber alles drauf. Deswegen müssen wir das mal nochmal so hochhalten und so zeigen. Das kann dann vielleicht das Thumbnail werden. Zweimal Carbonara, einmal der Red Coleslaw. Ob ihr den auch richtig rumrührt oder einfach oben als kühle Schicht drauf lasst. Das könnt ihr ja mal ausprobieren. Meistens lasse ich den als kühle Schicht oben drauf. Ich greife dann hier rein, hol mir da eine Gabel voll raus. Scharfe Nudeln mit cremigem, leckerem Geschmack plus eben diesem lilanen Touch, der jetzt hier überall dran ist. Das schmeckt so genial, das schmeckt so unglaublich toll. Natürlich, du musst die Portion vergrößern. Wenn ihr eine Packung Samyang esst, ist das eine Packung. Zwei Packungen sind zwei Packungen, aber dann noch eine halbe Portion, eine halbe Packung von dem Coleslaw-Salat macht das Essen insgesamt natürlich noch größer, noch wuchtiger. Aber es schmeckt so verdammt gut. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr gerne Samyang-Nudeln esst, probiert mal so einen Coleslaw-Salat dazu. Zwei Packungen und eine halbe Packung Coleslaw. Oder wenn ihr nur eine Packung Samyang nehmt, dann halt eine Viertelpackung Coleslaw, nicht zu viel. Ihr müsst trotzdem noch hauptsächlich die Nudeln spüren, die Nudeln essen. Und der Coleslaw darf nur so als Beilage dazu sein. Ich werde das jetzt hier noch essen, noch naschen, werde das dann irgendwann mal hochladen, werde mich vielleicht ärgern über die Belichtung, über die Location, über alles. Wo ihr mittlerweile sagen könnt, naja, vorerste Küche, vierste Küche, passt schon. Aber die Videos kommen gerade alles durcheinander. Und deswegen weiß ich nicht, wie genau das aussieht, wie das wirkt, ob ich dann schon wieder eine andere Location mir gesucht habe oder eine andere Lösung. Ich esse jetzt meine Samyang-Nudeln, die Carbonara Red Coleslaw Rotkraut-Variante. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.